So kann ich dann hier ein bisschen zumindest schon mal nach vorne heizen. Ja, guckt euch das an. Ich habe schon Zeitdruck. Es gibt definitiv kein Leben mehr. Hälfte des Levels erreicht. Toll. Okay. Wow, ich habe vor den Sprung hatte ich ein bisschen Angst. Gebe ich zu. Geh runter. Ich habe keine Zeit, Junge. Okay, wir sind am Ende. So ein kleiner Sprung. Finde hier. Oh, meine Nase juckt so heftig. Oh. Jetzt kommt ein verdammt schwieriges Level, wo wir theoretisch unendlich Versuche haben, wenn wir bis zu einem bestimmten Bereich kommen. Aber auch nur theoretisch. Aber schon der Anfang ist, glaube ich, scheiße. Wenn ich mich nicht täusche. Genau so, so, so. Ich hasse dieses Level. Echt, ich hasse es. Nein. Vor allem, weil wir die mit unserem kleinen Arsch noch nichts anhaben können. So, Leben. Ne? Und das müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen verfolgen. Und das war auf jeden Fall das Level, wo ich früher echt ziemlich lange hing. Ziemlich viele Versuche brauchte ich. Dankeschön. Warum nicht? Guckt euch mal bitte das Maschinengewehr an. Ja, ich, weil der nicht gesprungen ist. Geil. Aber wir haben das Leben bekommen und es kommt immer wieder. Das ist das Gute. Das heißt, wir bleiben bei 5 Leben, wenn ich immer den Anfang schaffe, der an sich auch gar nicht so schwer ist, wenn man es einmal raus hat. Wenn man es einmal raus hat, springen. Ja, Dennis, gut. Theoretisch kann ich noch immer dazu die Münzen unten einsammeln, die 4 Stück. Und nach 20 Versuchen hätte ich fast ein Leben zusammen. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass ich das quasi hinauslaufen lasse, das Leben. Sprich, wenn ich zu weit nach rechts laufe, dass ich das Spiel nicht mehr daran erinnere, dass da mal ein Leben war. Oh mein Gott, Hilfe. Da oben habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. Oh mein Gott. Puh, rein. Dann halt nicht. Okay. Okay. Oh, hier hatte ich früher so Probleme. Im Endeffekt ist es aber relativ leicht. Man muss hier eigentlich nur über das Loch rennen und dann springen. Weil sonst haben wir nicht genug Anlauf. Oh. Gab es hier nicht irgendwie so mal so einen Pilz oder so? Nein, auch nicht. Ich weiß, in irgendeinem Bonuslevel gab es einen Pilz, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich kann mich auch gerne täuschen, ne? Ui, nein, da ist auf jeden Fall nichts drin. Da auch nicht. Hier habe ich, glaube ich, in dem Level auch genug Zeit. Es ist nicht so lang. Okay. Danke. Nein, hier ist tatsächlich nichts. Ey, ich könnte doch kotzen. Mann, so eine Scheiße. Wahrscheinlich jetzt, wenn ihr seht. Ja, guck mal, der ist da, dem und dem Block. Da waren 16 Leben drin und 14 Pilze und die endlose Feuerblume. Was endlose Feuerblume ist, das weiß ich selbst noch nicht so genau. Aber macht ja nichts. Okay. Hui. Okay, das Level haben wir jetzt direkt geschafft. Ich bin überrascht. Also, was heißt direkt geschafft? Aber mit 5 Leben. Das Problem ist nur, das Level, was jetzt kommen wird, ohne Feuerblume und ohne Pilz, ist es die Hölle auf Erden. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Weil das Level, das besteht eigentlich so gut wie fast nur aus... Moment. Da kann man es schon vielleicht fast erahnen. Nein, Hammerbrüdern, genau. Und das ist scheiße. Wenn ich nicht einmal getroffen werden kann, ist das echt für den Arsch. Komm, schieß. Nein, nein, nicht. Ja, komm, geh weg, Bulletbill. Darf ich rein? Nein, gut. Ja, schon wieder, ey. Da muss man einfach Glück haben. Ich habe da nicht die Geduld für, weil das Problem ist einfach, ein Hammerbruder geht vielleicht noch. Aber bei zweien ist die Wahrscheinlichkeit viel zu hoch, dass der andere dann irgendwo irgendwie was macht. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel es hier in diesem Level gibt, wie viele Hammerbrüder. Also, 8. Noch mehr. Kein Plan! Boah, jetzt hab ich mich fast von dem Viecher noch umbringen lassen, oh mein Gott. Nur weil es schießt so langsam ist. Ich meine, ich find's gut, dass es so langsam ist, aber... Okay. Ui! Oh mein Gott! Oh! Ich glaube, jetzt hat mich das Ding gerettet. Okay, durch, durch. Komm, spring, 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 spring! Danke! Oh mein Gott. Spring, spring, spring! Danke, spring! Danke! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist eigentlich so eine ganz gute Strategie, wenn man nur gegen einen kämpft. Dass man einfach springt, wenn der... dass man einfach unter ihn hindurchläuft, wenn der springt. Oh mein Gott. Letztes Level. Letztes Level. Schaffen wir es? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Leben. Das ist sehr viel wert. Aber auch hier erwarten uns Hammerbrüder und es ist ein Labyrinth. Das weiß ich auch noch. Ich weiß nicht, ob ich die noch drauf habe, die Reihenfolge. Beziehungsweise welche Rollen
Ich kann gar nicht mehr sprechen, weil ich total durch bin, weil es gerade voll anstrengend war. In welche Röhren wir gehen müssen? Keine Ahnung, ob ich das noch zusammenkriege. Aber ich glaube schon. Ich meine, hier müssen wir jetzt hier rein, wenn ich mich nicht täusche. Gucken wir doch mal. War's gut? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das sieht anders aus, oder? Was ich immer ganz cool finde, ist, dass die Gegner nicht ineinander laufen, sondern dass sie quasi sich... Hier müssen wir hier rein, mit Pflanze verschwinden würde. Oh mein Gott. Ich darf da nicht rein, okay, gut. Ach, genau, das war die Scheiße. Nein, nein, ich dachte, ich treffe noch ein zweites Mal. Unsinniger Tod, sinnlos. Also unnötig. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Komm schon, wir schaffen das. Wir schaffen das. Das Fiese ist einfach, wenn man das Labyrinth überstanden hat, was eigentlich nicht sonderlich schwierig ist, theoretisch. Dann wartet doch ein Hammerbruder auf uns. Ja, ich glaube, dann ist noch ein fieser Sprung irgendwie oder so. Vor allem die Plattform sieht man auch kaum in der Lava, finde ich. Hui. So, rein da, das war ganz gut. Oh, wenn ich hier eine Feuerblume hätte, das würde mir so vereinfachen, ne? Ohne Scheiß. Okay, komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Dankeschön. Auch das ist wieder sehr riskant. Ui, ich muss ja gar nicht ran, stimmt. So, ich versuche jetzt erstmal die scheiß Koopas kaputt zu machen. Schon wieder die gleiche Scheiße. Mann. Zwei Leben noch. Komm, wir schaffen das. Ich will es jetzt schaffen. Das ging so gut jetzt, die achte Welt, dass ich selbst einfach davon überrascht bin, wie gut das lief. Also ich habe eigentlich gedacht, dass ich in der achten Welt total abkacken werde. Das kann nicht sein, Alter. Das kann nicht sein. Und ich muss einfach schnell sein und einfach schon oben sein, quasi bevor die überhaupt da sind. Wobei es eigentlich überhaupt nicht schwierig ist, sie zu plätten, die Wichser. Okay, komm, Baby, komm schon, komm schon, komm schon. Wow, 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 nicht zu weit, nicht zu weit. Okay, okay. Nein. Und theoretisch können wir das natürlich auch so machen. Tschüss. Wo warst du, da warst, okay? Und rein da. Ja, jetzt kommen glaube ich Fische, graue Fische, wenn ich mich nicht täusche. Nein, die sind nicht grau, aber Fische sind es auf jeden Fall. Ja, hier müssen wir glaube ich hier schon rein. Bitte, bitte, bitte. Ja, Gott sei Dank. Komm, kurzer Wasserbereich. So, und dann sind wir gleich glaube ich auch schon fast am Ziel. Außer dass wir dann gleich noch einen Hammerbruder vor uns haben, einen Hammerbruder vor allem. Der uns gerne mit seinem Hammer abwerfen würde. Ich glaube, der kommt jetzt schon sofort. Dahinter ist Lava. Spring, spring! Hui! Jawohl! Okay. Rosa. Ja! Ich habe die Lücke gesehen und ich habe sie genutzt. Oh, da ist die hässliche Bratze. Thank you, Mario! Nicht mehr und nicht wieder. New Quest is over. We present you a new quest. Push B button, button B to select A world. Oh, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Da habe ich gebraucht, 1 Stunde 15. Definitiv weit unter meinen Erwartungen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Wirklich nicht. Ich habe ja gesagt, wenn es gut läuft, brauche ich eine Stunde. Ich bin zweimal Game Over gegangen. Ich bin mir nicht sicher, das zweite Mal, ob ich tatsächlich vielleicht sogar hätte sparen können, wenn ich direkt die Warp Zones gemacht hätte. Also ich finde, ich kann schon nicht mehr sprechen, weil ich so durch bin, ey. Ich fand, ich kam ja ziemlich gut durch bei dem Spiel, auf jeden Fall. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh. 5 Parts. Das ist krass. 5 Parts. Das heißt, es gibt 2013 noch ein Spiel, was ich anfangen werde. Haha, geil. Auf jeden Fall, das war das Spiel. Hey, das war Super Mario Brothers. Ich kann euch gerade mal zeigen. Nein. Start war schlecht. So, wenn wir jetzt nämlich B drücken, gucken wir oben auf die Welt. Da können wir uns eine Welt aussuchen. Aber ich meine auch... Ich dachte, jetzt wäre das schwierigere, der schwierigere Modus an, aber der ist auch an. Die Gegner sind schnell, wie man sieht, und die Gegner wurden ausgetauscht. Die Zeit ist die gleiche. Ansonsten ist hier, glaube ich, nicht viel anders. Wobei ich kann es nicht beurteilen. Ich habe den schweren Modus noch nie gespielt und ich will noch nicht spielen. Ob ihr jetzt sagt, ja, guck mal, du kommst ja ganz gut durch, ne, bla bla bla, dann spiel den schwierigeren Modus. Nee, lass mal. Ich bin froh, dass ich das so geschafft habe, wirklich, dass ich das so gut geschafft habe. Also für meine Verhältnisse, man muss ja immer die Relation sehen, ne? Ach komm, hier über gerade Game Over, dann gibt's noch ein bisschen Blabla. Also mir hat das Spiel auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß gemacht. Ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum das Spiel so einen Erfolg hatte, den es hatte. Und warum Nintendo sich entschieden hat, dieses Spiel der Konsole beizulegen.
Weil das ist einfach ein super geiles Spiel für zwischendurch. Man kann es mal eben so durchzocken. Man muss auch bedenken, ich muss auch wirklich dazu sagen, ich habe die Warpzones alle selbst rausgefunden. Ich muss da nicht im Internet nachgucken, wo die Warpzones sind und so. Das heißt, es war auf jeden Fall durchaus möglich, das zu schaffen. Aber ich sag mal, durch die Punkteanzeige, ne, könnte man, wenn man jetzt zum Beispiel ein NES zu Hause hat, vor 20 Jahren, und einfach nicht viele andere Spiele hat oder das Spiel einfach nochmal spielen will, da könnte man wirklich so nach Highscore spielen und so. Das ist ja durchaus möglich, dass man das halt möglichst viel spielt, ohne Warpzones zu benutzen und ohne Game Over zu gehen. Und das finde ich halt schon ganz geil. Also, dass man da wirklich noch einen Wiederspielwert hat. Weil, ich schätze mal, ich habe das jetzt das dritte, vierte Mal durch, keine Ahnung. Und, das ist auch so ein Spiel, worauf man dann immer mal wieder Bock hat, so nach einem Jahr oder so. Also, es ist wirklich zeitlos, finde ich. Auch Steuerung ziemlich gut. Auch wenn ich jetzt wieder ein paar Leben, glaube ich, verloren habe und mich darüber über die Steuerung beschwert habe. Also, ich kann es letztendlich immer erklären, woran es lag. Zumindest meistens, ja. Das lag dann schon wirklich meistens an mir, dass ich irgendwie nicht genug Anlauf hatte oder sonst irgendwas. Aber an sich, das reagiert sehr direkt. Auch vom Umfang her ist das total geil. Weil, wie gesagt, guck mal, ich habe jetzt eine Stunde gespielt, ich habe es durch. Und das bringt's einfach. Also, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, ich empfehle euch da auch auf jeden Fall diese Version und nicht die SNES-Version. Weil, ich sag mal, in den späteren Teilen die SNES-Version zu spielen ist okay, weil es hat eine Speicherfunktion und das wäre dann vielleicht ein bisschen viel, um auf einmal durchzuspielen. Das weiß ich auch noch bei Super Mario Bros. 3, das hatte ich auch, das war auch im Spielpaket dabei, was ich meiner Freundin geschenkt habe. Und, da wollte ich das auch mal eben so spielen, Super Mario Bros. 3 zum ersten Mal. Ich bin auch bis Welt 8 gekommen, glaube ich. Und da kam ich nicht mehr weiter, aber ich habe auch wirklich stundenlang gespielt. Ich habe eine Nacht lang den NES angelassen und so. War schon heftig auf jeden Fall, aber das ist wirklich kein Problem. Das kann man mal eben so, wirklich so am Wochenende locker durchspielen. Auch so ein richtiges Videothekenspiel, finde ich. Oder mal eben wirklich so zwischendurch, wenn man gerade so denkt, oh, ich habe eine gute Zeit, ich habe keinen Bock zu pennen, zock ich doch mal eben Mario Bros. Durch. Die SNES-Version, verdammt normal, die ist grafisch auf jeden Fall aufgebohrt und soundtechnisch, es klingt auch nicht so dudelig, wobei ich gerade finde, dass dieses Dudelige den Charme des Spiels ausmacht, irgendwie. Ich will ja auch noch die anderen Super Mario Bros. Teile spielen. Als nächstes würde ich dann nicht Super Mario Bros. 2 spielen, sondern Lost Levels. Kann ich aber gerade kurz was zu erzählen. Lost Levels war eigentlich Super Mario Bros. 2 in Japan. Aber es war für den Rest der Welt quasi zu schwierig, hat sich Nintendo gedacht. Und deswegen haben die ein anderes Super Mario Bros. 2 für die anderen Märkte rausgebracht, so wie ich es mal nenne. Das werde ich aber, denke ich mal, auch spielen, aber in der SNES-Version. Und dadurch, dass halt die Musik ein bisschen aufgebaut worden ist, weil die Overworld-Theme von Super Mario Bros. 2 ist richtig geil, finde ich. Das ist übrigens die Musik, die man bei Game One und bei den Outtakes meistens hört. Und ich glaube, wenn die so ein bisschen aufgebaut ist, das klingt dann, glaube ich, nicht mehr so schön, finde ich. Also es gibt einfach nicht mehr dieses Gefühl rüber. Ja, auf jeden Fall hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Und ich freue mich auch wirklich riesig, dass ich das jetzt so schnell geschafft habe. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin überhaupt gar nicht vorbereitet hier. Na, ist ja egal. Wie gesagt, Empfehlung von mir, spielt es, wenn ihr wollt, wenn ihr gerade Zeit habt. Kann sein, dass man sich erstmal mit der Spielmechanik ein bisschen anfreunden muss. Ich habe da relativ schnell wieder reingefunden und vor allem das Spiel bietet eine unglaublich schnelle eine Lernkurve, eine eigene. Anfangs bin ich bei den ersten Level total oft abgekackt und dann bin ich da wirklich durchgejumpt wie ein junger Gott. Ich meine, das habe ich jetzt heute nicht unbedingt getan, aber naja, gut. Ja, habe ich ja schon gesagt, Lost Levels geht's weiter, genau. Das nächste Spiel wird für eine Konsole sein, die kein Arsch kennt. Oder für einen Heimcomputer, besser gesagt. Es stellt quasi das erste Spiel einer Reihe dar, die heutzutage einen ziemlich hohen Stellenwert hat, oder die es zwischenzeitlich zumindest mal hatte. Heutzutage, glaube ich, nicht mehr so in dem Maße. Aber ihr werdet schon sehen. Werdet ihr, denke ich mal, morgen erfahren. Gut, Freunde, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Spiel. Wie gesagt, ich empfehle nur mal wärmstens das Let's Play von Funk Royal, ne? Ich verlinke das jetzt mal hier unten. Ne? Guckt mal in die Beschreibung, dann seht ihr den Link zur Playlist von dem Let's Play zu Funk Royal. Er hat viel länger gebraucht als ich mit Save States. Kann ich mit Stolz behaupten, ja. Jemand hat mal länger gebraucht als ich für ein Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Das Spiel hat euch hoffentlich auch gefallen. Und ich hoffe auch, dass euch auch das nächste Spiel gefallen wird. Also, das war es jetzt erstmal mit Mario. Das kann ich auch schon mal sagen. Aber es wird mit Mario auch irgendwann weitergehen. Keine Sorge. Also, ich verabschiede mich und sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.